Leute, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich stehe hier am Zahmen Kaiser am Wanderparkplatz von Durchholzen. Ich möchte heute die Winkelkar-Umrahmung machen. Dabei geht es erst auf die Pyramidenspitze, dann auf die vordere und hintere Kesselschneid und rüber zum Rosskaiser. Und dann mache ich die Runde noch komplett und gehe wieder über das Winkelkar zurück hier zum Parkplatz. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Tour. Ja Leute, hier sieht man schon mal schön das erste Ziel, die Pyramidenspitze. Das ist die hier vorne. So, da geht es rauf. Ja Leute, hier ist gerade eben direkt vor mir eine kleine Steinlawine runtergegangen. Ich befürchte mal, das sind Gämse gewesen, die es losgetreten haben. Ich werde jetzt vorsichtig hier hochlaufen, mir das anschauen. Ja, ich denke, das ist jetzt vorbei. Ich habe einen Augenblick gewartet. So Leute, von da bin ich jetzt hier rüber gekommen. Hier, das ist der erste Hügel, das ist die Jovenspitze. Da könnte man jetzt hier auch hochgehen. Sieht man schön, dass es hier durch die Felsen hochgeht und dann rechts rüber. Aber ich spare mir das. Ich gehe jetzt hier weiter, denn ich habe heute noch genug vor mir. So, jetzt geht es hier rum und da oben ist schon die Pyramidenspitze. So, hier ging es jetzt hoch. Da ist ein Steinmann. Und jetzt geht es hier weiter. Ja, dann queren wir jetzt hier mal den Hügel. Und dann müsste auch bald der Gipfel kommen. Ja Leute, hier ist nochmal ein Stahlseil. Da vorne sieht man eine Eisenleiter hoch. Das dürfte jetzt nicht mehr allzu weit sein. So, da unten war die Leiter, hier nochmal Stahlseile und da ist es gleich fast geschafft. So, geschafft. Pyramidenspitze, Gipfelkreuz hier. Ja, hier sieht man auch schon den weiteren Weg. Es geht jetzt hier runter, darüber auf diesen grünen Buckel. Das ist die vordere Kesselschneid. Und da hinten, dieser Grasbuckel, der zurückgeht, das ist die hintere Kesselschneid. Und da drüben das Gipfelkreuz, das ist der Rosskaiser. Da geht es jetzt noch rüber. Starten wir jetzt mal die Umrundung. So Leute, von da drüben sind wir jetzt hier runtergelaufen und hier rechts ist ein Weg und hier geht so ein ganz leichter Pfad ab. Den gehen wir jetzt einfach hoch. So, vordere Kesselschneid erreicht. Sehr schön. Ja, nochmal schöne Grüße an die Instagrammer. So, schöner Biwakplatz hier. Hier hat sich jemand einen kleinen Stuhl gebaut.
Sitzfläche und eine Rückenlehne fürs Feuer. Ideen muss man nur haben. Ja, und ich gehe jetzt hier weiter. Das nächste Ziel ist die hintere Kesselschneid. Sieht man schon da hinten. Ja Leute, das Gelände macht jetzt hier schon einen ganz anderen Eindruck. Es geht jetzt hier über die Buckel rüber. Ja, hier den Felsen überschreiten wahrscheinlich und dann... Ja, das war jetzt hier die erste kleine Kletterstelle. Hier ging es einfach so runter. So, hier geht es jetzt rauf. Und jetzt geht es hier runter nach unten. Nicht schwer. Und dann schauen wir mal, ob es direkt rüber geht. Oder außen rum. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das werde ich mir anschauen. Ja, diese Zacken hier, die kann man unten einfach umgehen. Das mache ich jetzt auch. Ja Leute, es geht unten rum, ist am einfachsten. Rauf und dann wird rechts hochgeklettert. Das sieht jetzt nicht mehr so schlimm aus hier. Schaut euch mal hier diese schöne Kar an. Da unten lauter Gämse. Ja, ist richtig toll gerade. Richtig gute Stimmung gerade. Ja, und da unten geht es jetzt weiter. Ja, das hier vorne sah jetzt schlimmer aus, als wie es war. Das ging jetzt recht gut. Hier geht es jetzt runter. Es sind eigentlich mehrere Begehungsspuren zu sehen. Ja, hintere Kesselschneid erreicht.
Ja, ich gehe jetzt weiter. Ich verlasse jetzt hier die hintere Kesselschneid. Der weitere Weg sieht jetzt so aus, immer schön am Grat entlang bis da hinten. Da fangen wieder Kletterstellen an. Ja, und da melde ich mich dann. Da komme ich jetzt. So, hier geht es jetzt weiter. Ja, das Stück hier bin ich schön am Grat gegangen. Ja, nicht weiter schwer. So, jetzt geht es hier runter und dann sieht man schon den Weg. Es geht eigentlich immer direkt am Grat entlang. Ja, hier sieht man noch mal schön den Übergang hintere Kesselschneid und dann hier den Weg hier so rüber. Hier unten noch mal kurz diese Querung, die war nicht schlimm. Hier jetzt hoch und ja, schauen wir mal, was da drüben ist. So, von da ging es jetzt runter hier und dann eigentlich ganz einfach wird hier gequert und da vorne ist schon wieder Gehgelände. So, hier geht es einmal kurz mal rauf auf den Zacken und dann ist schon wieder vorbei. Jawohl, alles gut. So, wenn ihr das Ding hier abgeklettert seid, dann geht es ja nicht links runter, sondern es geht hier auf die Nordseite, queren wir und gehen hier ein Stück auf der Nordseite um diesen Latschenbuckel rum. Ja Leute, von dem Buckel sind wir jetzt abgeklettert hier. Hier seht ihr nochmal die nördliche Querung und jetzt geht es einfach hier weiter darüber. So, ich bin jetzt hier in der Scharte vom Rosskaiser. Zieht jetzt hier hoch. Ja. Ja, nochmal Blick in die Scharte. Hier ist ein Steinmann zu sehen. Und da geht es jetzt hoch. Hier sieht man auch schön den Riss. Den geht es nach oben. Genauso werde ich jetzt aufsteigen. So, blicken wir mal runter hier. Hier sind wir rausgekommen und dann geht's jetzt hier einfach hoch, das grüne Band und dann sind wir schon auf dem Gipfel oben. Das ist jetzt wirklich nicht mehr dramatisch. Kleines Fazit zur Tour. Der Grat hier rüber ist wirklich nicht schwer. Ich hatte mehr den Eindruck, dass es eine Wanderung eher ist als wie echtes Klettern. Es sind ein paar Kletterstellen drin. Maximal haben wir hier einen zweiten Kletterschwierigkeit. Wobei ich finde, dass es eigentlich, wenn geklettert wurde, ist es mehr
Einsergelände als wie echtes Zweiergelände. Zu der Orientierung ist zu sagen, es geht immer im Grat entlang und man sieht eigentlich fast immer eine schöne Spur. Man hat mal kurz mal vielleicht einen Moment, wo man überlegen ist, wo geht es denn weiter. Da muss man eigentlich nur so ein bisschen Spurensuche betreiben und dann findet man den Weg eigentlich immer. Ja, das war es eigentlich schon hier soweit. Ich werde jetzt hier weiter über die Felsen gehen. Das war mein Abstiegsweg, der geht jetzt hier rüber und dann hier rum. Und da hinten, da steht schon jemand, da geht es dann rum und dann werde ich rechts rum den Weg runternehmen. Hier geht es jetzt runter und dann da durch diese Flanke durch. So, und hier geht es jetzt rum. So, da sind wir jetzt rausgekommen und hier geht es jetzt wieder mit dem Gehgelände weiter. Ja Leute, ich habe jetzt nochmal eine Einheimische gefragt, ob man über diesen Latschenbuckel rübergehen kann. Sie meinte, ein Weg geht nicht durch, man sieht es auch von hier. Also wenn man da durch will, dann muss man sich da wirklich durchwühlen und das werde ich mir heute nicht antun. Hier geht es runter und da unten ist so eine kleine Einschartung, da geht's durch. Ja, hier links von mir seht ihr noch die Grundmauer von der alten Hütte. Müsst ihr euch merken einfach. Da oben bin ich jetzt runtergekommen. Hier um die Ecke, dann nicht in die Rinn, sondern hier weiter, da ist nämlich ein Steinmann. So, von da oben komme ich jetzt. Ich gehe jetzt nicht die Felsen weiter, sondern gehe jetzt hier runter direkt durch das Latschenfeld durch. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Von da oben aus den Zacken sind wir rausgekommen, sind jetzt hier auf so eine Geröllreisen und da geht es jetzt direkt runter. So, hier bin ich jetzt raus aus dem Schuttfeld und da geht es jetzt weiter runter. Ja Leute, jetzt bin ich noch nicht ganz unten am Wanderweg angekommen, aber hier ist ein Abzweig, hier geht es durch und dann kommen wir auf einen kleinen Pfad. Ansonsten würden wir bis zur Fahrstraße laufen und das will ich mir nicht antun. So, von da oben bin ich jetzt gekommen und hier habe ich jetzt ganz leichte Fahrtspuren gefunden. Gehen wir mal hier den Weg. Also der sieht wirklich sehr wenig begangen aus. Mal anstrengend hier, der Pfad. Mittlerweile Markierung wieder. So, Richtung Heubergsommel. Das ist die Richtung. Nicht so ganz schön, aber besser als den Umweg zu gehen. So Leute, jetzt habe ich nochmal hier einen Hang gequert. Hier geht es jetzt nochmal das Buschwerk durch. So, hier bin ich jetzt rausgekommen. Hier ist ein Schild. Leute, ihr hört das Wasser rauschen. Wir sind gleich wieder am Parkplatz. Ich möchte noch mal ein kurzes Fazit euch geben. Ich bin der Meinung, es ist fast eher eine Wanderung als wie eine Klettertour. Ich sehe es bei mir in einem Führer drin, wo es um Alpinklettern geht, bis zum zweiten Grad. Zweiter Grad wird auch abverlangt bei der Tour, aber wenn, dann nur ganz kurz. Es ist mehr Einsergelände und Gratwandern. Also es ist vielleicht ganz kurz mal ausgesetzt. Es benötigt ein bisschen Ausdauer dazu vielleicht. Man kann die Spur auch noch später im Jahr machen, weil sie knapp an der 2000er Grenze ist. Und das war's auch schon. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Vielleicht abonniert ihr auch den Kanal. Und dann wünsche ich euch noch alles Gute. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal. Drama, drama.